Recht herzlich willkommen zur 154. Folge von City Skylines. Ja, ich bin drin im Spiel und wie man sieht, hier die Balken, die werden gerade größer. Das ist schon mal sehr gut für uns. Das ist dann so, dass wir jetzt die Flächen an einem Bereich haben, wo es dann wirklich so ist, dass wir die brauchen. Ich schalte mal gerade um, weil wir hier irgendwo, ja, da ist es, ja noch Zuwachs brauchen. Hier war das, ne, da nochmal rein. Das muss unbedingt zu werden. Da muss einer, glaube ich, noch hin, dann könnte schon reichen. Also einer der oder der, ne? Das wäre super, wenn das jetzt klappt, dass da einer baut. Aber, ne, so ist das halt. Es ist immer nicht so, wie man sich das vorstellt. Ja, dann hat man eine zweite Stelle. Wo war die? Muss ich rauszoomen? Ach so, hier rechts mehr. Da soll es noch zubauen. Da passiert gerade nichts. Und hier fehlt es auch dran. Jetzt ist gerade wieder Ebbe hier unten. Okay, wir haben auch... Okay, wir sind um die Null rum. Das geht ja sogar. Gibt Schlimmeres. Wird jetzt auch vielleicht beim nächsten Schritt grün. Nee, bleibt knapp drunter. Aber wie man sieht, grad hier gerade ein neues Haus gebaut. Super. Irgendwann ist es zu. Wollen wir hoffen. Ich glaube, hier ist auch eins dazugekommen. Das geht also auch voran. Das ist auch super. Wollen wir... den wollte ich. Machen wir den. Ja, der ist schon. Und dann wollen wir hoffen, dass da auch weitere Häuser gebaut werden. Gut. Hier geht das, glaube ich, nicht rüber. Das ist zu weit auseinander. So, grüne Flächen sind gerade sehr gefragt. Dann würde ich ja sagen, mach doch mal diese grünen Flächen voll. Vielleicht sollten wir auf der anderen Seite die hellgrünen nehmen. Vielleicht möchte man da... Möchte man nicht wirklich, aber wir machen es einfach mal. Vielleicht zieht der ein oder andere dann da doch hin. Ja, komm, machen wir so. Ja, es wird viel, ist viel Nachfrage. Das ist schon mal cool. Jetzt 47,6. Jetzt müssten wir doch mal gerade die Stromtrasse nochmal einblenden und gucken, wo es sich rentieren würde. Etwas zu tun. Das sieht alles gut aus da. Da wird wahrscheinlich auch gar keiner hinziehen wollen. Wo war denn unser Stromproblem jetzt hier eigentlich? Hier links war das, ne? Genau. Ja, die sind schon verlassen. Ja, machen wir weg, oder? Nimm mal den Bulldozer und mach das mal hier weg. Okay. Ich glaube, das waren alles Dingens hier, ne? Sag schon. Ah, ne, es sind noch nicht mal. Aber wir machen die jetzt hier gerade weg, um dass da hinten mehr gebaut wird. Das mal weg. Ist alles gut. Industrie möchte noch mehr haben. Sind auch noch welche hier, okay. Dann das noch weg. Da ist was drauf. Dann möchten die bitte woanders bauen, wo es wichtiger ist, ne? Den Bagger rausholen. So. Das nehmen wir auch noch weg. Jetzt hier die Flächen löschen. Weg. Da haben wir auch noch eins. Dann... Warte, hier wechselt gerade der Dingens. Das bedeutet, da ist was? Ein Friedhof und den... Müssen wir mal gucken. Lass uns gerade den Friedhof angucken, wie der ist. Ah, der ist noch okay. Oder? Ne, den haben wir schon aus. Na, dann passt das ja. Dann lass den mal so laufen. Hier war noch was.
Hier ist einer zu viel, der kann also doch tatsächlich abgerissen werden. Aber den müssen wir lassen aufgrund des Stromes daneben erstmal. Na, dann machen wir das anders. Hier nur das ausschalten. Gut. Wir waren beim Industriegebiet hier unten, da waren wir. Und der ist ja schon deaktiviert, ne? Ja, da ist auch jetzt nur noch fast sozusagen der Friedhof, der sich da den Strom holt, ne? Läuft auf jeden Fall erstmal da. Ja, wir haben wohl mehr Wind gekriegt und aus dem Grund gibt es hier Strom, ne, würde ich sagen. Rauscht es deswegen? Könnte sein, ne? Hier leider keine Verbindung. Ist Verbindung. Und hier wächst nichts, ne? Lass mal reingucken. Ja. Mach mal die Flächen auch noch zu. Vielleicht klappt es dann. Ich weiß es nicht. Und das da auch noch. Weil hier ist gerade mehr werden, ne? Wie man sieht. Sollte dann vielleicht auch mal was werden mit Wachstum. Da ist schon einer, oder? Aber ne, der war schon, ne? Ja, ich glaube, der war schon. So. Oder? Ist der neue gekommen? Kann auch sein. Auf jeden Fall wird gerade da gebaut. Das ist schon mal wichtig. Jetzt lasst noch da irgendwo einen reinbauen. Dann ist doch hier die Verkabelung gesichert. Der ist fertig. Sie möchten doch wachsen. Ist doch klar. Wir haben auch 49.000. Das ist auch gut. Und geht noch plus. So ist nicht. Ja, gucken wir mal nach dem anderen hier, nach den. Ah, guck mal, bis zur Ecke haben wir es auch schon geschafft. Das ist auch cool. Denen fehlen allerdings ein paar Arbeiter, aber jetzt können die hier rüber expandieren. Das wäre super, wenn das klappt. Wir haben leider auch ein bisschen Stromverbrauch schon weniger. Ist aber nicht schlimm, das ist ja hier auf jeden Fall für die rückwärtige Sicherung. Okay, das ist noch ein relativ großes Stück. Da passiert gerade nicht sehr viel. Ja, müssen wir gucken, wie wir das alles managen, ne? Es möchte alles wachsen. Der Kommerz ein bisschen weniger, aber der anderen auf jeden Fall. Und wir haben ja Flächen hier zur Verfügung gestellt, also können auch wachsen. Nochmal hier rein. Wo war das jetzt? Hier irgendwo, da ist es. Passiert noch nichts. Gut. Ich glaube, wir können mal gerade noch das Haus auf jeden Fall abreißen. Na. Obwohl das jetzt nicht unbedingt die optimale Idee ist, fällt mir gerade so ein, oder? Dann müssten wir es auch deaktivieren. Weil sonst wachsen die ja hinten nicht, sondern hier vielleicht hin, ne? Ist jetzt nicht schlimm. Lass uns das entfernen und alles ist gut. Ich das jetzt wegmache und das wegmache. Muss ich dann noch abreißen? Sieht so aus, ne? Machen wir das an und dann. Ja. Ich glaube, wir haben da das Falsche weggemacht. Mach dem da schnell wieder was hin. Sonst ist der gleich weg. Das muss nicht sein. Dass einer geht. Zieht der andere mit, ne? Das wäre nicht gut. Der Kommerz möchte jetzt auch mehr Flächen haben. Ah, da ist gerade, glaube ich, wieder ein Haus gewachsen. Und es ist zu. Cool, oder?
So, das heißt, wir haben jetzt eine Sicherung hier, die wir schön aufpassen müssen, dass die immer schön bleibt, ne? Ist hier hinter der noch? Ne, da ist noch gar nichts. Da müssen wir hier noch gerade noch vielleicht das ein oder andere basteln, damit es breiter wird. Ne, da wollte ich nicht hin, da wollte ich hin. Gut. Hier ist jetzt nichts abgesichert. Hier funktioniert's, hier funktioniert's nicht. Das muss noch. Haben wir wie abgesichert? Mit Blau. Okay. Leute kommen noch. Wir haben gleich 50.000. Hier springt leider auch nichts rüber. Hier 61, 60. Okay, das muss jetzt mal dann auch geklärt werden, ne? Hier sieht alles gut aus. Ja, Strom können wir dann noch aktivieren, wenn es sein muss. Warte mal, hier ist jetzt einer zu viel, oder? Lass mal reingucken. Ja, ich muss jetzt aber da raus, da rein und ausschalten. Ja, finde ich nicht gut, ist klar. Wie sieht es denn mit den anderen aus, den Friedhöfen? Sind wir ausgewählt? Ja. Der ist aber da auch ausreichend einer, hatten wir gesagt. Das sieht gut aus. Hier kann der aus, oder? Ja. Den schalten wir mal ab. Sparen wir ja auch. Der muss noch. Das ist alles gut dann. Da ist gut, da ist gut. Hier ist. Tja, ist da einer zu viel? Ist dieser hier noch zu viel? Ich glaube ja, der könnte da weg. Den machen wir mal aus, weil der ist auch im Industriegebiet, ne? Ja, so ein paar finden das jetzt nicht toll, ist klar. Aber wir haben hier einen, da einen. Ich würde sogar den noch ausmachen wollen, ne? Hier muss noch einer aus. Die sind alle gut. Da ist auch gut. Wie sieht's hier aus? Hier kann noch einer aus, ne? Hier unten ist nur einer. Und hier ist auch gut. Das sieht aber alles prima aus mit den 21% hier. Kapazität läuft eigentlich. So, jetzt nochmal reingucken. Irgendwie war, wie sind unser Budget alle auf 100%? Nein. So, Einwohner wollen kommen ohne Ende. Wie sieht's hier aus? Gut. Mal Steuer erhöhen. Dann machen wir 9. Dafür müssen wir jetzt noch die andere Liste gerade sehen. Zufriedenheit. Bürogebäude. Ja, das ist eigentlich alles ziemlich gut. Kann man so lassen, ne? So, 58. Hier wächst es. Was haben wir denn jetzt gerade ausgewählt? Zufriedenheit der Leute. Ist das dann das hier? Ja, weil die kein Wasser haben, ist klar. Ah, da schau her. Ist der Strom am Fließen? Noch nicht ganz, aber es ist schon verdammt weit. Da sind ja wohl noch Flächen markiert, ne? Okay, da können wir noch ein paar mehr markieren dann. So. Mach den ruhig. Ne, den lass erst weg, damit das erst zu wird. Aber das wächst. Gut, oder wir machen ja blauer hin, das geht auch, ne? Commerz-like. Machen wir mal an der Kreuzung Commerz hin. Weil die wollen auch gerade kommen, ne? Industrie ist jetzt vielleicht hier schon wieder erstmal abgeglichen.
Hier unten, ja, einzelne Häuser haben sich dann da auch gebildet. Die jammern aber, weil sie kein Wasser haben. So, das bedeutet, nein, bedeutet so nicht, weil da ist ja noch eine Lücke, oder? Genau. Also wenn das verbunden ist, dann haben wir schon mal dieses auf jeden Fall hier als Abnehmer. Und dann fehlt es nur noch dieses Stück. Und dann ist es groß zusammen. So, hier nochmal rein. Ja, Müllabfuhr abgestellt. Auslastung der Mülldeponie ist okay. Ich glaube, wir können da noch einige ausmachen. So, gucken wir uns das an. Vierer aus da. Hier sind ja noch reichlich, ne? Auslastung ist dann 47%. Der Verbrennungsstatus ist natürlich dann zu verbessern. Der Wegwechsel fällt gerade da rein, ne? Ist da einer anzumachen? Ich glaube schon. Was kostet das? 1440, okay. Ist dann aber auch wieder in den grünen Bereich gewandert, ne? Ja. Wir können noch mehr ausmachen von denen. Das ist ja der Pufferspeicher sozusagen, ne? Machen wir aus. Den auch. Den auch. Hier sind ja alles gut, ne? Und der wird auch noch ausgemacht. So, und jetzt gucken wir noch mal rein. Ist noch bei 47%. Macht den aus. Den auch. So, die leer sind auch aus. Jetzt alle, ne? Der müsste auch aus sein. Ja. Lassen wir so erstmal laufen. Gut. Okay, hier ist auch Kommerz gekommen schon. Ist der Strom denn dann verbunden? Nein, leider noch nicht ganz. Aber da könnte was passieren. Wie sieht es mit den Nachbarn Grundstücken eigentlich aus? Ist das hier ein Arzt oder was? Mal gerade reingucken. An ein Taxidepot, okay. Wir sollten diese drei Felder definitiv auch vielleicht in Blau machen, oder? Weil der Kommerz, der will ja auch kommen, definitiv. Steht schon Haus drauf, okay. So, wie sieht es hier unten aus? Wächst aber falsche Richtung. Obwohl, ich glaube, hier ist es auch zugewachsen, ne? Aber weißt du was? Ich mache das mal, weil ich glaube, wenn die alle nebeneinander sind, dann werden die lieber bezogen. Wieso, ne? Hier könnte man jetzt sagen, komm, ich mache mal das weg hier. Und zieht da auch, wird das nicht abgerissen und kommt was Neues hin, ne? Die beiden wegreiße und dann das wegmache. Dann habe ich aber noch eine Stromverbindung, oder? Ich denke schon. Weil hier wird immer wieder hingebaut und abgerissen, ne? Hier bin ich mir nicht sicher, ob wir das dann brücken können. So sieht es noch gut aus, ne? Und dann wird hier schon weitergebaut. Das sieht gut aus. Ja, es ist ja auch hier jetzt gerade richtig groß, ne? Wir sind über die 50.000 geklettert. Jetzt muss das Finanzielle natürlich auch noch klettern, ne?
Ja. Wie sieht's denn überhaupt so aus? Also Strom haben wir genug. Nur schlecht verteilt wahrscheinlich. Das läuft auch. Das läuft auch. Schulbildung könnte ein bisschen mehr sein. Möchte ich jetzt aber nicht anheben. Das macht einen guten Eindruck. Gesundheitswesen ist gut. Bestattung, Friedhofsauslastung 20% und da ist alles reichlich, ne? Ja, der Rest wollen wir eigentlich nicht gucken. Verkehrstechnisch sieht es auch toll aus. Kaum rote Straßen. Okay, so ein paar Punkte sind da. Läuft, würde ich sagen. Gut. Das bedeutet, wir müssen nur noch diese Lücke jetzt hier schließen und diese. Stromtechnisch. Wie sieht es denn gegenüber aus? Das ist auch blau. Ach, da haben wir gar nicht blau gemacht. Dachte, hätten wir blau gemacht. Gut. Aber die sind gerade nicht begeistert zu wachsen. Also das sollte hier schnell zugehen, weil die wollen ja jetzt unbedingt Wohnraum haben, ne? So, hier. Ist klar, wo können wir denn noch Wohnraum schaffen, der für Nutzen ist? Da nicht. So zum Absichern der, ne? Ah, guck mal, hier ist sogar was hingekommen, hat aber nicht die Lücke geschlossen. Ja. Die Zersiedlung ist natürlich auch auf der anderen Seite gut für Dingens. Sag schon, ne? Weniger Verkehrsaufkommen. Wenn wir hier zumauern, dann fahren da auch mehr Autos, ne? Aber ich setze hier trotzdem mal den Kern zu. Weil die wollen ja Wohnraum haben. Irgendwo müssen auch Steuereinnahmen herkommen dann noch, ne? Das sieht doch schon ganz gut aus hier, oder? So, in der Mitte die Lücken schließen. Ich glaube, da wurde gerade eins irgendwo gebaut, oder? Sieht man jetzt hier so nicht. Ah, da sieht man's. Zwei Häuser dazugekommen, wir haben 51.000. Sind aber hier bei 63.000. Wird teuer, ne? Wird teuer. Hier ist es zu. Hier hat's geklappt. Der Strom fließt. Das würde fast bedeuten, dass man hier jetzt auch noch was abbauen kann. Also abbauen nicht, sondern deaktivieren kann, ne? Würde ich sagen. Weil wir haben genug Strom, ne? Das haben wir ja hier, ne? Wo war? Da war. Hochfahren können wir die immer noch dann. Sind zwar jetzt nur 80, dann ist so. Sind auch alle hier viel glücklicher dadurch. Ja, hier dauert es nicht lange, ne? Haben wir den Lückenschluss. Gut, das müssen wir im Auge behalten, alles. Jo, aber ich würde sagen, für die Folge soll es erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder hier mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.